Ich habe damals überhaupt nicht drauf geachtet, was ich erzähle. Oh Gott, ist das peinlich. So ein Lappen. Ist auch nicht wieder aufgeregt. Oh. Wenn ich Scht mache, müsst ihr immer auf Christians Gesicht gucken. Legendär. Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Video. Wir schauen wieder mal unsere alten Videos. Ich bin gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Ich gucke die Videos nicht vor. So, das Video heißt das erste Verlassenes Motel habe ich hochgeladen am 27.10.2017. Ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Play und. Und schauen mal. Nein, nein, ich komme nicht los. Oh, das war laut, da muss ich mal ein bisschen auf die Hälfte machen. Ich komm da nicht durch. Mein Freund, der Friendship Place, ist wieder unterwegs, gell? Und wir sind in einem verlassenen Motel. Was wir jetzt sehen, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Und ich hoffe, wir sehen die. Jetzt zieht euch die mal rein. Oh, nicht zensiert. Oh. Puh, da waren wir nicht alleine. Da war der Steffen mit. Und dann überprüft. Für uns ist es immer wichtig, dass wir auf Prüfzeichen gucken. Also wenn wir in den Lost Place sind und wir wissen dann gar nicht, wo wir irgendwie die Zeit hinstecken können, dann schauen wir auf Prüfplaketten, sei es vom Feuerlöscher, von Heizung, von Elektrokästen, wo die letzte Prüfung war. Und da haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, wann wir ungefähr da ein Datum hinstecken können. Heute nur ein Bier, ne? Da steht Hausmeister. Ich habe von dem Hotel nie wieder Bilder gesehen. Ich habe von dem Hotel nie wieder ein Video gesehen. Komisch. Ich weiß auch gar nicht, wo das war. Ob das jetzt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ah, Christian weiß das immer alles. Der ist der absolute Koordinator. Doch noch gut eingeräumt. Lass mich auch schnell durch. Aber ich kann euch beruhigen. Es wird von Video zu Video dann von der Qualität dann immer schon ein bisschen besser. Hier ist der Ton wieder, also die Musik ist wieder zu laut. Ja, ich würde da selber rummeckern. Es gibt bestimmt auch zwei, drei Kommentare, die das beschreiben. Aber es war damals so. Unterlagen. Ohne Ende. Ja, Holger. Oh, die schöne Gemeinschaftsdusche hier. Ja, schön DDR. Da konnten sich alle schön anfassen. Oh. Die Bimmels. Was rede ich denn da? Ich habe damals überhaupt nicht drauf geachtet, was ich erzähle. Oh Gott, ist das peinlich. Da steht Baden. Oh, Qualitätswein. So ein Weinregal oder sowas. Sollen das für große Weinflaschen sein? Oh, Holger. Da stand früher das Buffet. Was ist denn hier los? Das sieht total zugemüllt aus. Ist das hier? Das ist das Wäsche oder was? Da habe ich jedes Mal, wenn ich auf Tour bin und sehe einen Raum mit Wäsche und Bettwäsche, weiß ich nie, was da unten drunter ist. Viecher, Mäuse. Schauen wir weiter. Ja, aber auf dem Balkon guck mal, die ganze Zeit aus wie die Messi-Bude. Jetzt habe ich gedacht, da brennt Licht. Das ist sowas. Wie oft haben wir uns schon vom eigenen Schatten erschreckt? Das kam auch schon vor. Wieso läuft der Christian eigentlich die ganze Zeit mit den Händen in den Taschen rum? Ist er denn so gelangweilt? Christian, wenn du das siehst, bist du so gelangweilt? Das ist aber auch geil, alles komplett eingearbeitet. Du machst die Zunge und hast gar nichts mehr. Da hast du hier dein Spülbecken oder? Doch, Türen. Eigentlich schlecht. Ja, das ist schon irre, was da noch alles rumliegt. Ja, die Schuhe, das war komisch. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Stimmt. Das stand da. Da war wirklich noch Einrichtung drin. Hier schlafe ich aber nicht, Alter. Nee.
Es ist immer wieder mega. Ich gucke die Videos nicht vor. Also ich habe die hochgeladen, dann habe ich sie eigentlich gar nicht mehr geguckt. Es werden auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit auch mal so alte Videos. Wir haben noch ganz viele alte Videos und da die auch mal raus müssen und ich euch das nicht vorenthalten möchte, werden wir jetzt auch mal, jetzt fängt es langsam mit 2018 an, die Videos von 2018 noch hochladen. 18, 19, das sind auch so alte Dinger, die auf der Festival rumschlummern, aber die sind auch sau interessant und sau spannend. Also das soll ja nicht versteckt bleiben. Ihr wollt das ja sehen. Genau, setz schön, Freddy. Was ist denn los? Das zeigst du mir keinen Respekt. So ein Lappen. Stimmt, da liegt Atta und dieses Atta wurde, ich glaube, in die Anlage reingeschmiert. Dumm. Also, ich glaube, es war so. Das gute Atta. Ja, genau. Das gute Atta. Schön in die CD-Player allerdings reingemacht. Ständig Randale, ständig machen es alle kaputt oder zerstören. Das geht einer auf die Nerven. Kletter ich da gerade hoch? Oder ist das Christian? Ab und zu nimmt Christian auch die Kamera in die Hand. Ach, du ziehst hier oben wie Sau. Christian, nimm mal bitte die Taschen, die Dings. Nimm mal bitte die Taschen, die Dings. Auch mega. Vor allem auch richtig mega, gell, mit einer Adidas-Jacke, glaube ich, und einer Jogginghose auf Lost Place. Naja, warum nicht? Hauptsache bequem, ne? Na ja, können wir doch noch schön was essen. Wollen wir ein Ei essen oder was? Also, wir werden aber jetzt erstmal zum Outro vorspulen. Und ich sehe gerade, wir sitzen am Tisch. Ah, das ist auch mal was Cooles. Ja, mal gucken wir uns das mal an. Das war unser verlassenes Hotel. Gab nicht viel zu sehen, aber ein bisschen. War okay. Hier wollen wir Armdrücken machen. Geil, wenn wir am Tisch sitzen, gell? Ich warte hier. Komm. Ich will dich verlieren. Ja, tschüss. Da kam natürlich an. So, ich hoffe, es gefällt euch. Das ist natürlich noch sehen, das mit dem Hotel ist immer noch fertig. Das sind ein Stück gefahren, vielleicht finden wir noch was. Wir schauen mal hin. Wir haben aber eine Bettung. Alles warm. Da kamen noch Drohnenaufnahmen. Ah, da hatte ich meine Drohne. Ja, da hab ich habe die immer noch. Die setze ich viel zu selten ein. Es geht bald wieder auf Tour. Deshalb werden wir auch bald eine Drohne wieder da nutzen. So, es geht weiter mit dem zweiten Video. Ich habe gerade gesehen, das ist der verlassene Stollen. In diesen Stollen war ich sehr oft schon. Und zwar gibt es noch eine Erweiterung von diesem Video. Das kommt dann irgendwann auch nochmal. Das ist der erste Stollen und irgendwann waren wir nochmal dort und haben dann noch einen zweiten Eingang gefunden und dann waren wir nochmal in einem Riesenstollen. Das war der absolute Wahnsinn. Und in diesen Stollen tue ich auch teilweise immer mal Taschenlampen testen und ab und an mache ich da auch mal ein Taschenlampen-Video und oben drüber steht noch ein Haus. Also es ist sehr interessant. Ob wir in dem Haus waren an dem Tag, weiß ich nicht. Ich glaube, wir waren nur in diesen Stollen oder eigentlich heißt es nicht Stollen, es ist ja eigentlich ein Bierkeller. Also ich habe das eigentlich da damals als Stollen beschriftet, aber es ist ein Bierkeller. Das werdet ihr jetzt auf jeden Fall sehen. Das ist mega interessant. Ich würde sagen, wir fangen mal an und gehen auf Play. Da bin ich gespannt. Das war auch, glaube ich, das Video, wo Christian sich übelst die Birne gestoßen hat. Bin ich mir aber nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Pass auf, hier drunter dringend hol. Warum ist denn das hier so staubig drin? Und es ist nicht staubig, sondern nass. Bilde ich mir das ein? Was ist denn das? Und ich hoffe, dass die GoPro hier einen Schnapp macht. Alter, hier ist aber ein Eingang, noch ein zweiter. Seht ihr dieses Dreieck, die Lampe? Am Anfang haben wir wirklich so Baumarkttaschenlampen gehabt. Tja. Ich habe ja schon mal erwähnt, wenn ihr wollt, dass ich mal so ein Equipment-Video mache, aber mein Equipment tut sich halt ständig erweitern. Das ist das Problem. Da müsste ich ja alle 3 Monate ein neues Video machen. Hier geht's rum. Glaube ich. Ja. Ich glaube, das, was wir gerade sehen, ist nur Feuchtigkeit, hoffe ich. Ich mache mal ein Stück leiser. Aber es hat was. Das ist hier drin, gell? Macht's aber auch. Aber nicht weiter, gell? Nur bis hierher.
Es ist ein verlassener Stollen. Und das erste Mal, wo wir da rein sind, war das wirklich extrem beeindruckend. Eigentlich sind es ja sogar drei Keller. Also das ist jetzt der kleine Keller. Danach sind wir, glaube ich, in den großen, ich hoffe in dem Video. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Keller, aber in den kommt man momentan überhaupt nicht mehr rein. Und da gibt es noch ein Video von diesem, also die, wo die, die, dieses große Video, was danach kommt, irgendwann mal. Und da haben wir einen Obdachlosen auch noch drin getroffen. Leider Gottes ist es nun mal so. Und der hat mit seinem Zelt in diesem Bierkeller übernachtet. Und ich glaube, er hieß Marco. Und mit dem haben wir uns auch unterhalten. Das war ein nettes Gespräch. Er hat uns auch noch was gezeigt dann. Man findet es auf jeden Fall, wenn man auf den Kanal sucht. Aber das ist ja hier in dem Sinne noch nicht dran. Ja, ich glaube, komm her, geh mal, ich muss hier hinter, ich war noch nicht hier hinten. Und der Cam. Ich habe das gar nicht mehr so groß in Erinnerung gerade. Sieht aus wie Lava hier, ne? Genau, und jetzt geht's hier links rum. Genau. Und das ist schon der große Bierkeller. Immer mal nach unten gucken, gell? Und als ich das letzte Mal da drinnen war, war ich alleine drinnen mit einer Taschenlampe und ich habe so ein beunruhigendes Gefühl da drinnen gehabt. Es war irgendwie so ein Riesenkeller, mega lange Gänge und dann ganz allein da drinnen. Das war schon ja, beängstigend auf jeden Fall. Ist ja schön, dass man fasziniert ist. Aber Leute, es geht hier noch rum. Oh, hier, guck mal. Wie krass. Sie wollten sie mal reinbuddeln. Und haben nicht weitergemacht. Was? Da sind wir hergekommen. Und da geht's weiter. Das ist ja der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir laufen jetzt immer noch geradeaus, gell? Ja? Mega cool. Das heißt, wenn wir raus wollen, nur keinen Abzweig laufen. Und wenn, dann wieder hierher. Und das war das Beeindruckende, was ihr gerade seht. Einmal links, einmal rechts. Am Ende tut sich das hinten noch wieder so bündeln und dann kommt man, eigentlich kann man eine Runde laufen. Aber das war so beeindruckend, wenn man es das erste Mal sieht, ist es schon der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Wie oft habe ich das im Video schon gesagt? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich will nur gucken, ob es hinten lang geht. So wie es scheint. Ach du Scheiße, hinten ist Licht. Siehst du das? Siehst du das? Täusche ich mich. Da ist doch Licht, oder? Ist auch nicht wieder aufgeregt. Oh. Nein. Wenn ich Scht mach, müsst ihr immer auf Christians Gesicht gucken. Legendär. Links, rechts, geradeaus. Wahnsinn. Ist das nicht? Das wäre jetzt nur noch hier rum, gell? Ich komme da ein bisschen hoch. Ich kann ja mal mit der Kamera einleuchten, aber morgen mache ich das Video und kriege ich weg, weil... Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe noch ein Video über das über die Location gemacht, und zwar das Geheimnis des versteckten Bentleys. Findet ihr auch in der Video, wie sagt man denn, auf dem YouTube-Kanal in den Videos. Das Geheimnis des versteckten Bentleys, das ist auch in diesem Bierkeller gedreht worden, das Video von mir. Also schaut mal rein auf jeden Fall. Irgendwann kommt es dann hier auch, aber das dauert noch ein bisschen. Wir sind ja noch ganz am Anfang 2017, 4.11. übrigens, habe ich das Video hochgeladen. Da hoch, fällt schon wieder drauf, guck mal rein. Ja, gute Schlange, Christian, ich würde da manchmal gar nicht hochkommen. Rank und schlank ist er. Was? Decken, ja? Du hast noch einen Plan, ja? Noch einen Plan. Gut. Wenn wir irgendwo sind, muss Christian immer einen Plan haben. Ich habe da keine Ahnung, wo wir uns dann immer bewegen. Wir waren auch zum Beispiel in einem großen Bunker mit 6000 Quadratmeter. Da waren wir mit mehreren Leuten. Martins Welt und Boluxi. Aber das war so groß. Ich hätte keinen Überblick mehr gehabt. Das war der Hammer. Oder? Der absolute Wahnsinn. Und da denkst du nicht Schlimmes und da findest du sowas, gell? Weil du wolltest doch gar nicht hierher. Du hast gesagt, eingefallen, gell? Alter, wie krass die Feuchtigkeit hier ist. Also wir gehen jetzt hier raus und ich denke mal, jetzt werden wir gleich das Outro sehen. Abkühlung ist geil. Ich hoffe, die GoPro hat gereicht jetzt, dass so eine Feuchtigkeit drin war oder Nebel oder ich denke mal, es war Feuchtigkeit. Es ist relativ warm da drin, es ist kalt, wird schwitzen, schätze ich mal. Ja. Lost Place, verlassener Stollen, Adventure Place.
bis zum nächsten Mal. So, wir haben es geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das waren wieder zwei Videos. Links tue ich wieder, wie gehabt und wie gewohnt, in die Infobox. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, Mahlzeit, guten Abend oder gute Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Oder ein schönes Wochenende oder keine Ahnung. Also, wir sagen auf morgen bis Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.